Liebe Schwestern und Brüder, von Blaise Pascal stammt der Satz: Jesus Christus ohne Güter und ohne alles, was nach außen wie Wissenschaft erscheint, steht in seiner Ordnung der Heiligkeit. Er hat uns keine Erfindung geschenkt, er hat nicht geherrscht, aber er ist demütig gewesen, geduldig, heilig, heilig vor Gott, schrecklich den Dämonen, ohne jede Sünde. O, wie ist er gekommen in großer Pracht und in einer wunderbaren Herrlichkeit für die Augen des Herzens, die die Weisheit schauen. Für die Augen des Herzens, die die Weisheit schauen. Das, was der Dämon im Besessenen hier im Evangelium sieht, nicht mit den Augen des Herzens, sondern aus Angst, weil er weiß, dass er vor Jesus keine Chance hat. Das will auch der Hebräerbrief deutlich machen, in dem, was wir gestern schon beobachtet haben. Gott spricht zu uns in klaren, verständlichen Worten. Wie, fragen wir. Natürlich haben wir keine schnelle Botschaft zur Hand, aber wir haben Gottes Wort. Deshalb wird der Hebräerbrief gar nicht müde, immer wieder, vor allen Dingen die Psalmen zu zitieren. Gestern war es vor allen Dingen Psalm 2, heute Psalm 8 und Psalm 40. Das ist nicht irgendwie, wie wir heute oft auch in wissenschaftlichen Texten die Bibel zitieren, so ein Anstandszitat zu machen. Ach ja, wenn wir Glück haben, finden wir auch passend zu diesem Thema, dann googeln wir das schnell, geben das Stichwort ein, dann finden wir auch noch was in der dicken Bibel. Die ist ja ziemlich dick, steht ziemlich viel drin. Da finden wir auch noch, was uns gerade so passt und was wir dann so einbauen. Das macht dann immer einen guten Eindruck. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, was Blaise Pascal sagt, die Herrlichkeit zu erkennen, die die Augen des Herzens sehen, die geschult sind, die Weisheit zu erkennen. Wir sprechen heute so oft von den Zeichen der Zeit, die wir erkennen müssen. Ja, das ist wahr. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, vor der die Getauften, die Christen, die Kirche immer gestellt ist, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Aber was bedeutet das? Bedeutet das einfach nur die Wahrnehmung unserer Gesellschaft oder bestimmter Entwicklungen? Wir befragen dann Institute, wir folgen dann bestimmten soziologischen Untersuchungen, aber was wir viel zu wenig tun, ist, die Heilige Schrift zu befragen auf das hin, was gerade geschieht. Denn was hier steht, ist, wie Gott zu uns spricht. Und er spricht in jede Situation noch einmal anders hinein und nicht immer mit dem gleichen Wort und nicht immer in der gleichen Art und Weise. Ich glaube, wir sollten dieses Wort vielmehr genau so verstehen. Pascal sagt es: O, wie ist er gekommen in großer Pracht und in einer wunderbaren Herrlichkeit für die Augen des Herzens, die die Weisheit schauen. O, wie lässt er uns die Zeichen der Zeit erkennen, wenn wir nur sein Wort annehmen, wenn wir darin kundig sind und das Wort, das Gott in unsere Zeit hineinhebt, uns unsere Zeit, in die wir gestellt sind und die uns zugemutet wird, uns mit seinem Wort aufschließt. Dazu reicht es nicht, ab und zu ein Stichwort in der Bibel zu googeln oder in der Konkordanz nachzuschlagen. Dazu muss man es gut kennen. Man muss es im Herzen tragen, um damit unsere Zeit, den eigenen Lebensweg, den Anruf Gottes erschließen zu können.